Das Kino versorgt uns fortlaufend mit den unglaublichsten Geschichten. Und bei den meisten von ihnen handelt es sich natürlich um reine Fiktion. Es gibt aber auch unzählige Filme, die wir auf der großen Leinwand erleben, die so unglaublich sind, dass wir uns nur sehr schwer vorstellen können, dass sie auf wahren Begebenheiten beruhen. Deshalb präsentieren wir euch jetzt vielleicht die ein oder andere Überraschung und stellen euch in diesem Video 8 Filme vor, die auf unfassbare Weise auf wahren Tatsachen beruhen. Wenn ich einen fingierten Film drehe, wird's ein fingierter Kassenknüller. Haben Sie keine bessere blöde Idee als die? Das ist die beste blöde Idee, die wir haben, Sir. Mit Abstand. Die verrücktesten Geschichten schreibt das Leben bekanntlich selbst. Denn die Story von Argo ist so unglaublich, dass sich selbst Hollywood-Schreiberlinge diese nicht besser hätten ausdenken können. Und trotzdem basiert auch der Oscar-prämierte Film von und mit Ben Affleck auf wahren Begebenheiten. Ausgangslage der Handlung ist die Besetzung der amerikanischen Botschaft während der iranischen Revolution Ende 1979, bei der 52 Menschen als Geiseln genommen wurden. 6 MitarbeiterInnen ist es allerdings gelungen, bei der Stürmung der Botschaft zu flüchten und beim kanadischen Botschafter unterzutauchen. Der CIA-Agent Tony Mendez denkt sich daraufhin eine waghalsige Rettungsaktion aus, um die 6 BotschaftsmitarbeiterInnen unbeschadet aus dem Land zu bekommen. Mit der Hilfe von 2 Hollywood-Profis will er die angebliche Produktion eines Science-Fiction-Films namens Argo fingieren. Mit dem Vorwand, für den Film im Iran nach geeigneten Drehorten suchen zu wollen, fliegt Mendez nach Teheran. Dabei sieht sein Plan vor, dass sich die 6 untergetauchten MitarbeiterInnen mit gefälschten Pässen als Mitglieder der kanadischen Filmcrew ausgeben, damit sie problemlos aus dem Land reisen können. Ein heikler Plan, der von allen Beteiligten ein felsenfestes Nervenkostüm erfordert. Und ja, diese unglaubliche Geschichte hat sich damals tatsächlich genau so abgespielt wie im Film dargestellt, auch wenn sich Affleck wie in Hollywood üblich die ein oder andere kreative Freiheit erlaubt hat. Dass man den Film in den USA mit zahlreichen Preisen überhäufte, wurde im Iran verständlicherweise nicht gern gesehen und vom dortigen Regime als politisch motiviert verurteilt. In dieser Stadt gab es noch nie einen schwarzen Cop. Wir glauben, Sie sind der Mann, der hier neue Wege ebnen könnte. Der verdeckte Ermittler Ron Stallworth schleust sich zu Beginn der 70er Jahre undercover im Ku Klux Klan ein und das als Afroamerikaner. Die Story des Films Black Klansman von Kultregisseur Spike Lee klingt unglaublich. Das ist sie definitiv auch und trotzdem ist sie wahr. 2014 hatte der frühere Polizist Stallworth in seinem autobiografischen Buch Black Klansman über seinen ungewöhnlichen Einsatz berichtet. Dabei infiltrierte er die rechtsextreme Gruppierung, indem er sich selbst telefonisch beim Ku Klux Klan als Weißer ausgab, um an belastende Informationen zu kommen und konnte sich dabei sogar das Vertrauen des Clan-Anführers David Duke erschleichen. Bei Treffen, die seine Anwesenheit erforderten, wurde Stallworth durch seinen weißen Kollegen Flip Zimmerman vertreten. Neben der schier unfassbaren Handlung bietet die Story darüber hinaus aber auch viel politischen Zündstoff und weist zudem viele erschreckende Parallelen zur gegenwärtigen Situation in den Vereinigten Staaten auf. Genau das Richtige für Regisseur Spike Lee, der aus der Geschichte einen Kinofilm strickte und für das Drehbuch seinen ersten Oscar abstauben konnte. Willkommen bei der Miami Mutual Bank. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gern diesen Scheck hier einlösen und Sie dann auf ein saftiges Steak einladen. Hollywood-Star Leonardo DiCaprio spielt in Steven Spielbergs Krimi-Komödie Catch Me If You Can einen der größten Trickbetrüger der Kinogeschichte. Frank Abagnale Jr. bringt sich bereits mit 16 Jahren selbst bei, wie man glaubhaft Schecks fälscht und lebt fortan ein Leben in Saus und Braus. Als Betrüger gibt er sich in den folgenden Jahren aber unter anderem auch als Lehrer, Arzt, Anwalt und Pilot der Fluggesellschaft Pan Am aus. Letzteres ermöglicht es ihm zudem, kostenlos rund um den Globus zu jetten. Während Behörden auf der ganzen Welt nach Frank fahnden, hat es besonders der FBI-Agent Carl Hanratty, gespielt von Tom Hanks, auf den gewieften Hochstapler abgesehen. Was Frank in dem Film alles abzieht, vor allem in seinem jungen Alter, dürfte auf viele unglaublich wirken. Trotzdem basiert auch dieser Film auf einer wahren Geschichte, die noch viele weitere unfassbare Anekdoten bereithält, die es aber nicht in den fertigen Film geschafft haben. Alle Erlebnisse hat Frank Abagnale Jr. aber in seinem Buch Mein Leben auf der Flucht niedergeschrieben, das auch als Vorlage für Catch Me If You Can diente. Der echte Frank Abagnale Jr. hat nach einigen Gefängnisstrafen übrigens sogar noch die Kurve gekriegt und besitzt heute seine eigene Firma, mit der er zahlreiche Kreditinstitute und Unternehmen in Sachen Scheckbetrug berät. Ich glaube, jetzt geht's. Und los, los! Aloha, ich bin Henry Roth. Wir sind uns hier im Hukilau-Café begegnet, etwa ein Jahr nach deinem Unfall.
Die Komödie 50 erste Dates mit Adam Sandler und Drew Barrymore war im Jahr 2004 ein großer Hit an den Kinokassen. Sandler spielt darin den Tierarzt Henry, der sich in die lebensfrohe Lucy verliebt. Lucy leidet allerdings seit einem Unfall unter einer Gedächtnisschwäche und kann sich nie an den vorherigen Tag erinnern. Henry muss seine Angebetete also nicht nur jeden Tag aufs Neue kennenlernen, sondern auch Tag für Tag wieder ihr Herz erobern. So unglaublich wie das klingt, so basiert diese Geschichte allerdings lose auf dem Leben einer Frau namens Michelle Philpotts. Auch sie leidet unter einer sehr seltenen Form der Amnesie, bei der es ihr nicht möglich ist, neue Erinnerungen zu schaffen. Genau wie im Film muss auch Michelles Ehemann ihr jeden Morgen die großen Momente aus ihrer gemeinsamen Beziehung aufs Neue näher bringen. Ich hatte eine andere Familie. Eine Mutter. Einen Bruder. Ich sehe noch ihre Gesichter. Was ist passiert? In dem Drama Lion geht es um den 5-jährigen Saru, der in Indien durch unglückliche Umstände von seiner Familie getrennt wird und sich allein in der Millionenmetropole Kalkutta wiederfindet, wo er plötzlich völlig auf sich allein gestellt ist und auf der Straße leben muss. Saru hat jedoch Glück und wird in einem Waisenhaus untergebracht und dann später von einem australischen Paar adoptiert. Als Erwachsener lässt ihn seine Vergangenheit allerdings nicht los, weshalb er den Entschluss fasst, sich auf die Suche nach seinen leiblichen Eltern zu machen. Dafür verbringt er unzählige Stunden auf Google Earth, wo er mit Hilfe seiner Erinnerungen sein früheres Heimatdorf finden will. Eine scheinbar unlösliche Aufgabe. Beim Protagonisten Saru Brierley handelt es sich tatsächlich um eine reale Person. Seine unglaubliche Lebensgeschichte schrieb er 2014 in dem Roman Lion – Der lange Weg nach Hause nieder, die 2016 mit Dev Patel und Nicole Kidman in den Hauptrollen verfilmt wurde. Eine wirklich unglaubliche Geschichte, bei der am Ende kein Auge trocken bleiben dürfte. Daniel, wo ist das Boot? Das ist eine gute Frage. Wir sitzen mitten im Ozean fest. Bei der Geschichte des Films Open Water dürfte es jedem wohl eiskalt den Rücken runterlaufen. Ein Pärchen befindet sich mit einer Reisegruppe auf einem Tauchausflug auf dem offenen Meer. Als das Boot zurückfährt, werden die beiden jedoch aus Versehen vergessen und treiben nun allein weit weg vom Festland auf dem offenen Meer herum. Doch die Weite des Ozeans ist längst nicht die einzige Gefahr, denn auch Haie, die bereits tief im Wasser lauern, haben es auf das Pärchen abgesehen. Was für jeden wohl wie ein absoluter Albtraum klingen dürfte, hat leider ebenfalls einen wahren Hintergrund. Der Film wurde von einem bis heute ungelösten Fall inspiriert, bei dem das Ehepaar Tom und Eileen Lonergan 1998 auf einem Tauchtrip in Australien auf die gleiche Weise aus Versehen im offenen Meer zurückgelassen wurde. Die Crew bemerkte ihr Fehlen erst 2 Tage später, eine darauffolgende Suche blieb dabei erfolglos. Monate später wurden Teile der Tauchausrüstung des Paares an Land gespült, dabei wurde auch eine Tauchertafel gefunden, auf der eine Nachricht der Lonergans zu lesen war, in der sie ihre Situation schilderten und um Hilfe baten. Die Suche nach dem Paar blieb bis heute erfolglos. Wir werden klein gehalten von Leuten, die sich ihren Reichtum ergaunert haben. Das werde ich ändern. Ihr könnt ihn doch nicht kidnappen und seine Sachen klauen. Doch können wir. Er ist ein Krimineller. Die Story der abgedrehten Krimikomödie Pain and Gain von Actionregisseur Michael Bay ist so absurd und wirkt genau deshalb fast wie ein Drehbuch der Coen-Brüder auf Steroiden. Mark Wahlberg, Dwayne The Rock Johnson und Anthony Mackie spielen darin 3 Bodybuilder, die ein Auge auf den Unternehmer Victor Kershaw geworfen haben, der als neues Mitglied im Fitnessstudio, in dem die 3 regelmäßig abhängen, ein auf dicke Hose macht. Die 3 Männer hacken einen Plan aus, um den wohlhabenden Geschäftsmann auszunehmen. Nachdem sie ihn zunächst kidnappen, wollen sie ihn dann dazu bringen, dass er sein gesamtes Vermögen auf sie überschreibt. Ihr sogenannter Plan ist dabei nicht nur völlig hirnverbrannt, auch bei der Durchführung gehen sie so unfassbar dilettantisch vor, dass das alles eigentlich nur zum Scheitern verurteilt ist. Und so kommt es natürlich auch. Das alles wäre aufgrund der grenzenlosen Dummheit der Protagonisten und der Absurdität tatsächlich äußerst komisch, wenn es nicht in Wahrheit auf einem tragischen wahren Fall beruhen würde. Denn die im Film dargestellten inkompetenten Möchtegern-Verbrecher, die man in den Medien auch die Sun Jim Gang nannte, haben dieses grausame Verbrechen, das im Film geschildert wird, tatsächlich genauso durchgezogen. Die beiden Haupttäter Daniel Lugo und Adrian Dorble wurden 1998 beide zum Tode verurteilt.
Während Sie in der Luft waren, gab es in Ihrem Land einen Militärputsch. Die Republik Krakosien steht unter neuer Führung. Krakosia! Er versteht kein Wort. In Steven Spielbergs Komödie Terminal strandet Tom Hanks als Viktor Naworski auf dem New Yorker Flughafen JFK, nachdem ein Militärputsch in seinem Land, der während seines Fluges in die Staaten stattfand, ihn plötzlich zu einem Staatenlosen macht. Denn die USA erkennen das neue Regime seines Landes nicht an und Viktor kann somit weder legal in die USA einreisen, noch kann er in sein Land zurückfliegen. Er richtet sich also auf dem Flughafen ein und wird dort heimisch, während er darauf wartet, dass seine Reise in welche Richtung auch immer weitergehen kann. Auch diese Geschichte hat einen wahren Hintergrund und basiert auf dem Leben des iranischen Geflüchteten Mehran Karimi Nasseri. Dieser wurde aus dem Iran ausgewiesen, weil er dort gegen das Regime protestierte. Nasseri wollte 1988 deshalb nach England fliehen und musste dafür eigentlich auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris umsteigen. Seine Papiere wurden allerdings während seiner Reise gestohlen oder er hatte sie verloren, weshalb er auf dem Flughafen strandete. Da er sich nicht ausweisen konnte, durfte er weder einreisen noch abgeschoben werden. Nasseri lebte daraufhin für unglaubliche 18 Jahre im Terminal 1 des Pariser Flughafens. Euch hat unser Video gefallen? Dann schaut am besten regelmäßig bei uns auf kino.de vorbei. Dort versorgen wir euch täglich mit den aktuellsten News aus der Film- und Serienwelt.